Shalom Aleichem, tägliche Tanja, 5. Nisan, Schaltjahr, Kapitel 40. Es gibt drei Wege, Torah und Mitzvot zu halten. Mit Kavana und Regesh, also lernen mit Gefühl, mit Lebendigkeit, voll dabei, Körper und Seele. Lernen bewusst, das ist eine Torah und Mitzvah, aber nicht wirklich mit Gefühl. Oder ganz schlimm, ganz unten lernen oder machen Mitzvot für eigene Nutz, für eigene Interesse. Sagt der alte Rebbe, solange der Mensch hat nicht gelernt diese Sache, weil Hashem es will, sondern er macht das als Routine, als Gewohnheit, ohne dazu Erlebnis oder Gefühle oder Leben und Verständnis, warum tut er das. Sein Lernen kommt nicht mal in die Zehn Sefirot von Yetzira und Asiya. Warum? Weil die Torah und Mitzvot, die der Mensch tut, steigen oben empor, so wie ein Vogel, der hat zwei Flügel nach oben, wenn er hat damit verbunden zu tun. Und so steht geschrieben in Zohar, ohne Ehrfurcht und ohne Liebe, sie kann nicht stehen vor Hashem. Sie kommt nur zu verschiedenen Tore vorher, wo dort stehen die Engel. Und Reb Chaim Vital erklärt in die Prophezeiungstor etwas sehr spannend. Engel, Malachim, sind von Wind und Feuer, aber die spirituelle Seite von Wind und Feuer, so wie es steht geschrieben in Psalmen 106, Meshorsov Eish, also seine Engel sind Feuer und Wind. Wenn ein Mensch macht Mitzvah ohne Gefühl, das ist ein Engel ohne Seele, also nur ein Teil davon. Also wird davon jemand geschöpft, aber nicht mit Form und Stärke. Was heißt das? Jeden steht geschrieben in Mishnayot, in Pirkei Avot, jeder, der macht eine Mitzvah, kauft sich ein Praklit. Praklit bedeutet ein Fürsprecher, ein Engel. Dieser Engel bleibt hier unten, weil er hat keine Kräfte. Und so wie es steht geschrieben in Zohar, dass jede Stimme, die hier passiert in dieser Welt, geht nach oben. Spielt keine Rolle, ob das ist jetzt eine Stimme von einer Haut, von Schlange, der nimmt das runter, oder von einer Gazelle, die bekommt ein Baby, oder von jemand, der betet. Wir werden noch sehen beim Kuntres Achron von der Alte Rebbe über dieses Thema mehr. Steht geschrieben in Zohar, über das, was steht geschrieben in Koheles 1,3. Kohelet fragt, was ist der Vorteil von dem Menschen in seiner ganzen Arbeit? In dieser Natur, der Mensch tut gar nichts. Und wir sagen das immer, dass in dieser Welt ist nichts wert, was du tust, weil nur die Torah ist Licht. Und wenn ein Mensch nutzt sein Leben zum Teuro Mitzvah, steigt das auch. Aber kommt der alte Rebbe und er bringt eine Chidush. Er sagt, dass wenn ein Mensch hat gelernt und es ist in seiner Hand, wirklich, er hat das gemacht mit Gefühl, dann geht das mit hoch. Wenn ein Mensch kommt in den Himmel, fragt man ihm, hast du gelernt, hast du alles gemacht, womit ist die Sache zu vergleichen? Zum Beispiel, wenn einer hat volle Produkte, aber der hat das nicht gekocht oder nicht gepackt, bleibt alles ungebackene Teig, macht Bauchschmerzen. Genauso, wenn ein Mensch hat gemacht Mitzvot, auch spirituelle Sachen, aber die sind nicht relevant zum Gdusha, die gehen nicht nach oben, die gehen nicht nach oben, sie bleiben unten und sie bekommen nicht Kleider von Hashem. Darum, trotzdem, wenn ein Mensch lernt Torah und Tfila, weil die Frage ist, spielt doch keine Rolle, ob es ist jetzt mit Kavana, ohne Kavana, mit Absicht, mit bewusst, ohne bewusst. Feuer ist Feuer, Feuer macht sauber, Wasser machen sauber, warum Torah nicht? Der Alte Rebbe erklärt, es geht nicht um Hashem und die Seite von Torah, es geht um dir, wie du die Sache einnimmst in
dir. Deshalb, hier lernen wir etwas sehr Interessantes, dass jeden Wort, jeden heiliges Wort, was der Mensch sagt und tut, das ist in seine Hand, es zu steigen und emporzugeben. Wenn ein Mensch stirbt, man begleitet der Mensch nicht Gold, nicht Silber, sondern nur seine Torah und Maasim Tovim, aber der hat das gemacht mit Regesh, mit Gefühl. Shkoyach.